Servus Leute, sorry. Willkommen zurück zu Let's Play Monster Max. Wir möchten uns heute das hier holen, eine Krone. Ich weiß, diese Stage ist umständlich. Sie ist nicht besonders schwer, aber sie ist umständlich. Und genau das macht sie auch schwer, meiner Meinung nach. Hier werden wir viel mit Rumwechslereien zu tun haben. So wie es wir jetzt zum Beispiel machen. Da ist eine Map. Dahinter sollte die Krone sein. Aber davor müssen wir hier lang. Man sieht schon so einige Türen. Drei. Wo musste ich jetzt nicht gleich zuerst rein? Da sieht man auch eine Tür da oben. Ich weiß, von dieser oberen Tür da hinten werde ich noch kommen. Okay, Goldbahn. Da muss ich nicht rein. Muss ich jetzt schon hier rüber? Ich weiß es nicht. Ich bin ein Held. Moment, ich musste hier rüber. Oh Gott. Ja. Ja. Komm. Yes, Mann! Das war gar nicht mal so einfach. So, jetzt muss ich nämlich hier runter, das weiß ich. Jetzt kommen diese scheiß Zufallsteile. Die sind arschig. Ja, genau aus dem Grund. Ich bräuchte ein Schwert oder so, um die alle zu machen. Okay, hier sind Schuhe. Noch mehr Schuhe. Ist ja Schlussverkauf oder was? Ein Schwert. Den Entengang brauche ich allerdings noch. Ein Ei. Lass mich überlegen. Ja, ich muss hier ein bisschen still sein und ein bisschen überlegen, weil, wie gesagt, das Spiel ist gar nicht mal so einfach. So, ein bisschen so. Das war, glaube ich, zu weit. Nee, das war noch in Ordnung. So, wir lassen die Schuhe da. Jetzt kann ich Ei und Ente. Entenei. Oh, das Ei schlüpft. Es ist eine Ente. Ja, ja. So, die Ente lasse ich jetzt hier und hole mir Schwert oder lasse ich das Ei hier? Ne, das Ei lasse ich hier, nicht die Ente. Genau. So. Natürlich verschwinden die Teile. So, dann die Ente kommt hier hin. Oh, das ist knapp, aber es geht sich aus. Perfekt. So. Jetzt gebe ich nämlich meine Schuhe weg. Und werde mit meiner Ich bin so ein Idiot. Aber ich brauche das Ei doch noch. Ich habe gerade ein Leben verloren. Scheiße. Und meinen extra Lebenspunkt da oben habe ich auch weggeschmissen. So ging's nämlich. Ach, ich bin gerade dumm. Tut mir leid, Leute, aber naja, ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht allzu böse. Eigentlich möchte ich diese Mission neu starten. Weil ich brauche jeden Punkt, der hier irgendwie nützlich ist. Weil ich möchte ja einfach nur das Let's Play durchspielen und nicht irgendwie... ja. Du kannst mich mal. So. Wie trickse ich das Teil jetzt am besten aus?
Ich weiß wie. Hahaha. Damit hast du nicht gerechnet, nicht wahr? Lass mich in Ruhe. Oh, es hängt fest. Ah! Okay. Schön ruhig bleiben. So. Hier hin und aus. Oh, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Schneller! Yes! Okay, abwarten. Jetzt! Okay, das habe ich jetzt dumm gemacht, aber ich habe meinen Lebenspunkt bekommen. So. Jetzt muss ich abwarten, bis das Auge kommt. So, gut gemacht. Jetzt müssen wir warten. Ja, ich bin etwas stiller in diesem Leck mich doch! Das Stille in diesem Let's Play, weil ich muss hier auch oft überlegen. Lene! Was war das gerade für ein Sound? Lene! Aber so, jetzt kommen wir von hier. Wir haben jetzt Bomben. Das heißt, wir können jetzt hier durchwemsen und uns den Lebenspunkt holen. Allerdings möchte ich davor noch da rein, weil da waren Goldbarren. So, einfach mal alles bomben. So, sterbt die zwei. Na, daneben nicht. Egal. Immerhin habe ich meine Goldbarren. Ich habe mein eines Herz wieder hinzubekommen. Mein Lebenspunkt ist auch wieder da. Und der Typ hier ist jetzt tot. So, lass mich überlegen. Schuhe. Ich weiß, dass ich die Bomben hier jetzt leider nicht behalten darf. So. Ja, der Typ trägt die Krone, er ist der Skelettkönig. Wir... Ich glaube, bei Diablo gab's... Moment. Ich glaube, bei Diablo 1 gab's das, da gab's auch so einen Skelettkönig. So, verfolgt mich ein bisschen. So, und jetzt Krone holen. Und Wettrennen gewinnen? Jawohl! Tja, zwar mein erster Tod in dieser Stage, aber ich hoffe, das ist zu verzeihen. Ich habe mir jetzt genug Punkte. Und ich will ja auch keinen 100% Run machen. Falls es hier überhaupt sowas wie 100% gibt, also ihr wisst schon. Alle möglichen Dinger schaffen. Mit allen Herzen. So, UFO-Land! Soll ich es versuchen? Ich habe immer einen Lebenspunkt und ich weiß, dass ich fehlen werde. Nein, ich werde vorerst weitergehen. Ich werde es später versuchen. Der will 300, wir haben über das Doppelte hier. Also ich werde diese UFO-Stage da, ich weiß, das ist eigentlich keine UFO-Stage, aber egal, die werde ich versuchen, wenn links oben mein Lebenspunkt weg ist. So, wir haben 500. Übrigens, da unten ist das Passwort. Falls sich jemand aufschreiben will, soll er eben Pause drücken kurz. So, 450. Wir haben 500, oder? Ja, den könnten wir auch schon bezahlen. Jetzt ist es natürlich nicht mehr so gewiss, dass wir jede Stage schaffen werden. Gespensterschiff, ferner Ozean, Logbuch. Klar zum Entern. Ja, diese Stage habe ich auch relativ spät geschafft. Aber nun gut. Aus einer Kristallkugel kommt am Ende die Wahrheit. Ganze 200. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Stage mit der Kristallkugel ging, also diese Glühbirne. Oh nein! Schwarze Wässer, der Kessel muss kochen und überkochen. Der Kessel war auch eine schwerere Stage. So, was mache ich? Ich glaube, ich mache die Glühbirne hier. Ich weiß, es ist eine Kristallkugel, aber ich sehe es als Glühbirne. Übrigens, eins kann ich euch schon sagen, ab jetzt werden alle Stages schwer, und zwar so richtig. Okay, da oben ist ein Roboter und zwei so Kisten. Drin ist etwas versteckt, wahrscheinlich so ein... Ja, so ein Teil.
Wozu ist dann das hier gut? Moment, dich muss ich mal weglocken. Komm her. So, du lässt mich jetzt vorerst in Ruhe. Ist da ein Schalter drin versteckt? Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ja, und so kommt man nicht drauf. So, der Roboter muss da oben bleiben und muss uns die Teile runterhauen. Jetzt fällt es mir erst auf, ich kann das Teil nicht nach rechts bewegen. Also nach unten. Ich kann es nur nach oben bewegen. Habe ich jetzt schon einen Fehler gemacht? Ja, spiel du mal ein bisschen. Was ist überhaupt da oben? Bomben, genau. Okay, für Bomben sehe ich das ein, aber so. Sorry. Ich kann das Teil nicht nach unten bewegen. Nur nach oben, rechts und links. Hör auf zu spielen. Lass mich überlegen, wie ging die Scheiße noch schnell? Vielleicht habe ich es auch schon verkackt, ich resette das alles mal. So, das Teil ist da drin gefangen. Das weiß ich. Ich hätte eine Idee. Ich muss mal gucken, ob ich das hinbekomme. So, die kommen mal weg. Ach Gott, ich bin so blöd. Ja, ganz klar. Ja, kein Kommentar. Obwohl, bis ihr das hier seht, das kann noch ewige Zeiten dauern. Denn ich habe davor noch so viele andere Projekte. Ja, ich denke, bisschen kompliziert. Das ist aber wahrscheinlich, das ist man wahrscheinlich schon von mir gewohnt. So, so ging das nämlich, genau. Dann haben wir jetzt die Bomben und können jetzt hier lang. So, das Teil geht mir mal wieder auf die Nerven. Bring mich rüber. Danke. Ich will dich nicht berühren. Super! Hätte ich vielleicht auch anders schaffen können. Ich hätte es anders schaffen können, ich Trottel. Oh. Naja, egal. Egal, habe ich eben mein Dings umsonst verballert, denn ich hätte auf den Teil oben bleiben können, ganz links zur Wand. Hätte dann kurz bevor ich dann hätte mich dann den Teil nahe von der Seite seitlich genähert, wäre dann gesprungen, hätte nicht eine Bombe gelegt, denn die Bombe wäre ja unter mir gewesen. Ja, doch, ich hätte es anders machen können, ich hätte die Bombe legen können und abhauen, aber egal. Egal, egal. So, ich hoffe, hier stehe ich richtig. Warum bin ich Idiot nicht gesprungen? Nee. Mission Ende. Ist nicht auszuhalten, was für ein Trottel ich bin. So, nochmal das Ganze. Habe ich zwar alles verballert, was ich hatte, aber... So, nochmal. Ey Leute, tut mir wirklich leid. Ich habe jetzt meinen Lebenspunkt umsonst verschenkt, aber...
Und ich glaube, ich habe auch alle meine Herzen jetzt verloren und starte jetzt wieder mit 3, aber. Oh Gott, das ist nicht auszuhalten, was für ein Idiot ich bin. Ich schäme mich schon selbst für mich. So. Ja, manchmal bin ich ein ganz klein wenig blöde. Gewaltig blöde sogar. Das war falsch. So, Bomben. Danke. Habe ich meinen Lebenspunkt verschenkt, so eine Scheiße. So, da viel Spaß. So war das nämlich gedacht, aber was mache ich für eine Scheiße? Ja. Kein Kommentar. So, hier stand ich richtig, aber ich muss springen. So, komm her. Schaffe ich das? Nee, ich muss da springen. Oberhorst, ich hätte das einfach rechts hinschieben können und ach, egal. Heute bin ich ein bisschen langsam im Denken. Obwohl ich heute, oh nein, dieses Spiel ja begonnen habe. Das Let's Play. Aber da merkt man, dass das Spiel schwieriger wird und das finde ich auch echt gut. Dann wuselt wieder was herum. Was ist das für ein Ding? Eine Schachtel, glaube ich. Ja, die beiden können mich mal. Ihr könnt abhauen. Ein zusätzliches Herz. Ich verbrauche zwar jetzt Supersprung, aber es ist mir egal. So. Aufpassen. So. Perfekt gemacht. Ich habe zwar keinen Supersprung mehr, aber das ist egal. Ah! Egal. Oh, ihr verarscht mich. Mist! Wofür brauche ich denn das Teil? Ja, bestimmt für irgendein Ei oder so. Oder nee, Moment, ich glaube, ich weiß, wofür ich es brauchen könnte. Oder nimmt man das? Ach so, ich verstehe. Ich verstehe es. So, das setzen wir hier hin. Dann schieben wir das darüber. Darüber und darunter. Oder auch nicht. Wenn ich das mitnehme, aber ist nicht mehr, oder? Nein, natürlich nicht. Okay, jetzt wird das Spiel langsam richtig schwer. Das hier hin. Schiebe es darunter. Nehme ich das wieder mit. Schiebe es da nach oben. So, jetzt steckt es da drin fest und weiter. Machen wir es selber hier auch. So. Okay, das kickt jetzt das raus. Weil hier unten muss doch irgendwo was sein. Ich habe gerade echt keinen Plan. Sorry. Ich habe gerade echt keinen Plan, Leute. Jetzt sollte es festsitzen. Jetzt machen wir mal das. Nee, das war falsch.
ist das wieder draußen? Vielleicht bin ich die ganze Sache ja falsch angegangen. So, rein da. Ich weiß nicht mal genau, wofür ich die Teile jetzt eigentlich brauche. Ich muss mal was testen. Okay, das funktioniert also. Das heißt, ich setze jetzt das hier hin, schiebe es darüber. Dann kommt das hier rein. Dann kommt das hier rein. Schiebe es nochmal nach. Ja, das sieht man schon. Darunter ist ein Ei. Ach, ich bin doch das dümmste Tier, was... Jetzt erst recht. Ich bin doch das dümmste Tier, was... Das dümmste, genau. Ich bin doch das dümmste Tier, was rumläuft. Ich hab's endlich gecheckt. Ja, hat leider ein bisschen länger gedauert, weil ich auf dem Schlauch stand, aber... Nun gut. Übrigens bin ich schon bei fast 22 Minuten, aber egal. Dann werde ich eben nach dem hier einen kurzen Schnitt machen. Ja, ich bin... manchmal echt blöde. So, jetzt kommt das hier und das schieben wir jetzt auch noch rein. Ja, da kommt nämlich ein Ei hervor. So. Und dann würde ich sagen, das war Let's Play Monster Max. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.